Und damit sind wir zurück bei Spectrobes. Ach ja, wir waren hier gerade im Einkaufsbummel und ich weiß schon ganz genau, was ich mir jetzt kaufen werde. Und zwar Bohrermaterial. Hey, Fetti. Meine Ausgangswechsel, das sind die besten. Ich werde alles auf Messe herstellen. Ja, ich möchte dann dir das Ausgangswechsel, das du kaufen willst, in das Reiter kaufen. Oh, na klar doch. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Gura meine ich. 1000. Dieses Werkzeug ist praktisch für Ausgrabungen im Eis. Dieses Werkzeug lassen sich Fossilien reparieren, weil die Ausgrabungen beschädigt wurden. Huhuhu, geil! Aber sonst hast du nichts. Dann kaufe ich mal. Ausverkauft? Ah, da kann man das immer wieder verwenden. Komm, bald wieder. Und jetzt kaufe ich noch Heilgegenstände. Blom, bom, 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 bom. Okay. Ich möchte jetzt kaufen. Von Raylan eines erledigten Spectrobes. Ja, kaufen wir mal von denen. Ich würde mal sagen, zwei Stück. Den auch. Eins. Zwei. So, fast. Ende. Danke, komm bald wieder. Damit habe ich alles. Dum 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 dum. Du bist ja so dumm. Also nicht du. Du da hinten. Nein, nein, nicht du da hinten. Du da. Lager. Fossilien. Hab ich noch keine fossilen Mineralien? Ja, Mineralien habe ich natürlich. Ja, ja, das ist ja Beta, Gamma. Psi, Sigma, Psi, Pi, Zeta. Dann bin ich hier falsch. Aufstellung vielleicht? Oh, der hat mir jetzt einen Einlauf genommen. Na toll, ja. Ich mag den Fehlermaster nicht. Das ist scheiße. Ich werde diesmal nicht alle Spectrobes ausgraben, Leute, nicht so wie beim letzten Mal, weil sonst... Was ist denn jetzt schon wieder? Komm, mach hin, komm, ja, komm, mach hin. Ja, was denn, Jada? Es gibt ja einen Ort, an dem du es Fossilien gibt, das Museum. Oh, das Museum? Ja, was ist, Rill? Hast du schlechte Reden dran? Du bist selbst Direktor Webster, kann manchmal ziemlich gemein sein. Stell dich nicht so an, du brauchst alle Hilfe, die du kriegen kannst. Ja, ich weiß. Fahre mit dem Aufzug außerhalb der Zentrale runter, geht dann nach links bis zur mittleren Terrasse. Ein grüner Webster, ganz netter von mir. Sehr witzig. Ja, Webster, dieses Arschloch. Kennen wir noch aus dem letzten Teil. Scheinbar müssen wir da hin. Komm, Junge, renn. Torzentrale. Oh, hier bin ich falsch. Lobbyzentrale. Aber dieser Aufzug hier zeigt nach oben. Wo muss ich denn jetzt hin? Alter, alles so verzwickt hier. Taktbereich, Zentrale, erster Stock. Hallo, Junge, kannst du mir weiterhelfen? Aha. Okay, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Nichts.
Nein, komm, lass mich in Ruhe. Komm ich hier hin? Technikraum, da will ich nicht hin. Muss ich einen anderen Aufzug nehmen? Irgendwo muss noch ein Aufzug sein, so wie es aussieht. Aber wo? Na, versuchen wir es nochmal da unten. Tut mir leid, Leute, ich kenne mich halt hier nicht aus. Und sie muss aber da draußen vermutlich sein. Ich hoffe es einfach mal. Hauptplatz. Okay, da ist nichts. Kann ich denn hier nicht auch ausgraben? Nö. Aber die Grafik hat sich irgendwie verschlechtert, denke ich. Im Gegensatz zum letzten Teil. Egal. Ist ja nicht so schlimm. Komm, lauf mal, kleiner Freund. Rasse West Hochgarten. Ich glaube, ich will ja nicht sagen, ich bin falsch, aber... Kann ich mal auf die Karte gucken? Ich bin hier, glaube ich, komplett falsch. Na, sieh mal leider an. Müsst du really nur noch darauf laufen, dann ist gut. Repariert. Hm. Toll. Komm, Abbott. Den haben wir ja schon. Guck mal, Moto. Wo geht's denn da hin? Terrasse Mitte. Ist das nicht das Museum? Museum, doch. Lange nicht gesehen. Sie sind das, Raylan. Was führt sie hier? Falls sie Fossilien wollen, das können sie gleich vergessen. Was? Tun sie nichts, aber ich weiß, dass das Spectrum-Blut bei ihnen Fossil angegriffen wurde. Wenn sie wissen, dass ich alles Spectrum verloren habe, warum wollen sie mir da nicht helfen? Nein, nein! Boah, sie aufschreitet. Nicht zu fassen. Wenn sie so wichtig waren, hätten sie eben besser auf sie aufpassen müssen. Müde. Ich vertraue niemandem auf Siedlern, der nicht weiß, wie man mit ihnen umgehen kann. Es herrscht erst seit ein paar Monaten Frieden in der NPP. Wird schon wieder nachlässig. Ich gebe ihr auf. Wenn ich schon einmal frage, mache ich alles nicht schlimmer. Gehen Sie nach Hause und fragen Sie mich nachher nie wieder. Der alte Mann hat echt kein Problem. Wo bekomme ich jetzt bloß Fossilien her? Hätte ja sein können.
bekomme ich sicher wieder eine andere von Jaina. Hey, halt! Was ist hier? Huch, ein Fossil! Du gibst mir das? Doch, ich weiß, dass Colin wieder in Gefahr ist und ich will alles tun, um zu helfen. Mein Bruder sollte ein Corona-Mineral für mich haben. Mhm. Du hast es doch mitgebracht, oder? Ja, aber ich, schon gut, dieses Fossil wird auch so allen einen großen Dienst erweisen. Na gut, das kannst du haben. Bist du sicher? Wenn du meinem großen Bruder sagst, dass er dir helfen will, Colin zu beschützen, glaube ich ihm. Danke euch beiden. Ich hoffe, dass sie dir helfen werden und du vor uns Gefahr da draußen schützen. Viel Glück! Das werden sie ganz sicher. Bitte lass es den kleinen Spiker sein. Bitte lass es den kleinen Spiker sein. Oh, komm, Jena, ich weiß, dass du da bist. Oh mein Gott. Das muss Jena sein. Da, Pinkerchen. Well, hast du das Massieren gesehen nach dem Traum? Irgendwie schon. Fühlt, als wäre es nicht so gut gelaufen, aber am Ende ist alles gut. Das Wichtigste ist, dass du jetzt ein Fossil hast. Komm zurück zum Patrouillenkreuzer. Gut, Jaina, bis gleich. Tschu. Danke, ich muss dich dahin laufen. Komm zurück, Wellen. Warum wächst du nicht das Fossil, das du gerade erhalten hast, auf? Hey, hey, hörst du das? Das ist ein feiner Weckruf. Okay, gehen wir in den Labor und zum Frachtraum. Das ist da unten, oder? Ja, nimm einfach den blauen Aufzug und dorthin zu gelangen. Passt. Das Labor wurde schon vor einer Weile nicht mehr verwendet, ob es noch funktioniert. Und natürlich, los, versuche es. Okay, schätze mich. Okay, es ist Zeit, dich aus dem Fossil aufzuwecken. Dann mal los. Na. Wecken. Spectrum Wecken. Sie hat das Fossil, das wenn ich das bin. Lebe es nach oben, der Maschine. Wäre das Startsymbol und das Mikro einzusagen. Den Fähigkeit Anzeige, dass du Mikro bewegt wird. Hatte die Anzeige bis 3 gedrückt, bereits das Fossil zu wecken. Schimmerbot. Okay, komm. Rein mit dir. Los. Alter, warte mal. Runter mit dir. Muss sie sein. Wie süß! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was bist denn du? Ich wollte ihm doch noch einen Namen geben. Was kann ich jetzt noch? In Orange, cool. Also, wie gebe ich dir mit dem Namen? Ich nenne dich. Wie nenne ich dich? Nee. Akani! Eingabe! Ich möchte keine Versehen wecken. Bla bla bla. Ende. Kann dir alles übers Labor. Geh um viel mehr als noch. Entsprich mit ihm. Guck mal, dein Slop ist eigentlich nichts anderes als ein großes Pissmode. Komm, alle Spektrum-Spezialteile und anderen Dinge rein, die nicht in den Pissmode passen. Du könntest dir auch als Übungsgelände für deinen Spektrum vorstellen. Als der Offizier, der vor dem Raumleiter steht, darf weitere Details fragen. Selbst ich muss da nachführen, wenn ich jetzt nicht weiß. Denk daran, fragen Sie mich. Aha. Ich möchte noch kurz hier nochmal da rein. Datenbank. Ich
würde gerne hier mehr machen als nur wecken. Aber geht im Moment nicht. Kann ich denn hier vielleicht? Seltsam. Ich vergreif nicht. Naja. Das hat der andere keinen Namen? Mann. Ich will ihn doch noch umbenennen. Wo steht der Typ, der mir Tipps gibt? Ist das diese Maschine hier nebenan? Alter. Die Steuerung ist wirklich beschissen. Ernsthaft. Storybilder. Okay. Jetzt werden wir doch mal speichern kurz. Ja, speichern ist eine gute Idee. Das kleine Neue ist toll, so will ich ins Team aufnehmen. Nein, ich möchte nichts ins... Jena hier. Komm, meiner Grant hier, ich habe einen Funkspruch von einem Fossilforschungslabor auf Genji erfahren. Wir glauben, dass der Hochquart in Genji angegriffen hat, noch vor Ort ist. Wirklich? Es gibt... Bereich Berichte über das verdächtige Subjekt, das ich im Dschungel. Ich will, dass du ihr sofort nachgehst, den Genji heißt. Verstanden, wir reisen sofort hin. Bam, 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 bam. Auf nach geht's. Boah, ist die Sonne da noch. Genji. Komm, kleiner Komamoto. Auf große Reise. An den Platz, Genji. Ihr kennt es ja, Leute. Muss Regen oder was sein? Na komm dann. Ich komm hier in, nur muss ein Fossilchen sein. Könnt ihr mich an die verarschen? Ist der einfach am Anfang nix? Und dann laufe ich halt weiter. Oh ne, bitte sag mir nicht, dass es hier laggy ist. Oh nö. Okay. Scheinbar müssen wir nun da rein. Hoffentlich ist das ein Eingang. Ne, ist es nicht. Moment, ich habe den Eingang gerade gesehen. Ist das der hier? Nee, das ist auch kein Eingang. Was ist das für ein bescheuertes Ding? Ich sollte den Part auch wieder beenden. Alter, beweg dich, Junge.
Ernsthaft. Jetzt reicht's. Ansicht, Bildschirm wechseln. Ich sehe die Karte sonst nicht. Okay, gut. Muss man da rein können? Da muss man jetzt dazu zwischendurch rein. Das ist doch ein verfluchter Eingang, Mann. Komm ich denn da nicht rein? Part kriegt Überlänge. Wer bist du? Ich heiße Ren, ich bin von der Planetenpatrouille. Ich bin auf einer Sondermission für den Commander Grand. Von der NPP, ich wusste, dass du kommst. Ihr Jungs seid wirklich unschlagbar schnell zur Stelle. Ich heiße Dick. Ich bin der Chef des fossilen Forschungslabors direkt hinter dir. Ich habe gehört, dass die verdächtigen Wesen im Dschungel lauert. Ja, stimmt, ich glaube, dass es auch für den Angriff aus dem Labor verantwortlich ist. Durch die Angefundenigkeit schwer aktiviert, das kommen wir nicht rein. Es gibt wohl nur eine Lösung. Gib die Hirn zu werden. Niemand ist sicher, solange diese Monster draußen finde, ist immer Teil meiner Lektion ist. Viel Glück da draußen. Gut, passt. Verpiss dich. So, dann gehe ich jetzt nochmal zurück und speichere und lass es dann für heute mal. Also dann. Wehe, das leckt jetzt überall so auf diesem perfekten Planeten. Ich reiß das ganze Spiel auseinander. Wenn es die ganze Zeit zulaufen könnte, wäre das wunderschön. So Leute, das war's mit dem Zweckloch von diesmal. Bis zum nächsten Mal und haut raus. Ciao.